Sonntag, 22.48 Uhr, auf dem Anwesen der Connollys. Wer klingelt denn noch um diese Zeit? Machst du auf, Schatz? Es ist bestimmt das Geschenk. Um 10 vor 11? Er hat doch gesagt, dass es spät werden könnte. Ja, aber doch nicht mitten in der Nacht. Ach, bitte, Liebling. Ich zieh mich gerade um. Okay, ich gehe. Danke, ich komme auch gleich. Ja? Mr. Connolly, ich bringe Ihr Schachspiel. In Ordnung, ich mach das Tor auf. Folgen Sie einfach dem Kiesweg. Er führt Sie direkt zum Bungalow. Ich bin gleich bei Ihnen. Ist er das? Ja, ich habe ihn reingelassen. Er taucht jeden Moment hier auf. Ein seltsamer Typ. Ein Antiquitätenhändler. Die sind alle ein bisschen verschroben. Verschroben ist gut. Der könnte glatt als wahnsinniger Professor in einem Horrorfilm durchgehen. Ja, oder als Zombie. Psst, psst, da kommt er. Hallo, Mr. Connolly. Oh, Mrs. Connolly. Tut mir leid, dass es so spät geworden ist. Kein Problem, Mr. Octavio. Schön, dass Sie es noch geschafft haben. Hier ist das gute Stück. Warten Sie, ich nehme es. So. Danke. Bitte sehr, Mr. Connolly. Dann einen schönen Feierabend noch. Ja, den werde ich haben. Wollten Sie sonst noch was? Bill, wie kannst du nur so unhöflich sein? Ach so, oh, Verzeihung. Warten Sie. Nein, nein. Behalten Sie Ihr Geld. Ich bin kein Bote. Schließlich gehört mir das Geschäft. Und bei so wichtigen Kunden wie Ihnen bringe ich die Ware immer persönlich. Auch nachts. Und Sie wollen sicher keinen... Nein. Ich wünsche Ihnen und Ihrer schönen Frau viel Spaß mit dem königlichen Spiel. Danke, Mr. Octavio. Gute Nacht. Weg ist er, Bill. Was habe ich denn gemacht? Du hast ihn verärgert. Du meine Güte, das Spiel hat ein halbes Vermögen gekostet und du bist stinkig, weil ich dem Knilch kein Trinkgeld gegeben habe. Ach, komm rein, mir wird kalt. Ja, warte. Ich bringe das Spiel ins Wohnzimmer. Du willst es dir nochmal angucken? Worauf du wetten kannst. In dem Laden habe ich es ja kaum zu Gesicht bekommen. Ach, gut, wie du willst, Schatz. Aber ich gehe schon ins Bett, okay? Ist dir nicht gut? Ein bisschen mulmig im Bauch. Ich komme in einer halben Stunde nach. Ja, ja. Deine halben Stunden kenne ich. Viel Spaß, mein Süßer. Sheila Connolly drückte ihrem Mann einen Kuss auf die Lippen und verschwand mit einem Augenzwinkern hinter der Tür zum Schlafzimmer. Lächelnd schaute Bill ihr nach und ein wohliges Gefühl stieg in ihm auf. In der zierlichen, blondhaarigen Frau mit dem fein geschnittenen Gesicht hatte der einstige Charmeur und Frauenschwarm die Partnerin fürs Leben gefunden. Für sie hatte er seinen Beruf als Reporter auf ein gesundes Maß reduziert und führte inzwischen beinahe das Leben eines normalen Ehemannes. Nur manchmal brach er aus seinem Alltag aus und begleitete seinen besten Freund John Sinclair im Kampf gegen die Mächte des Bösen. Dabei machten sie keine Jagd auf Gangster oder Diebe, sondern auf Wesen, die in der öffentlichen Meinung praktisch nicht existierten, nämlich auf Geister und Dämonen. Auch Sheila hatte er während eines solchen Einsatzes kennengelernt. Damals hatte sie ihren Vater durch die Hand eines dunklen Magiers verloren und wäre beinahe selbst umgekommen. Sie wusste, wie gefährlich es war, sich mit der Hölle anzulegen, und verging jedes Mal vor Sorge, wenn Bill wieder loszog. Nie hätte sie ihm das gesagt, aber Bill spürte ihre Angst und ging immer seltener auf Geisterjagd. Wenn er John in letzter Zeit traf, dann fast ausschließlich zu feierlichen Anlässen. Und morgen war wieder so ein Anlass. Sein Freund feierte Geburtstag. Und sein Geschenk sollte das prächtig gefertigte Schachspiel aus dem 16. Jahrhundert sein, das Bill vor 2 Tagen in einem alten Antiquitätenladen gekauft hatte und nun mit großen Augen auf dem Wohnzimmertisch auspackte. Sagenhaft. Diese Figuren. Sowas habe ich noch nie. Oh, faszinierende Arbeit. Diese Gesichter. Verdammt. Jetzt werde ich auch noch müde. Bill? Sheila, ich denke, du schläfst. Ich habe ein komisches Geräusch gehört. Was für ein Geräusch? Zerbrechendes Glas, als ob jemand im Arbeitszimmer das Fenster eingeschlagen hätte. Ich habe nichts gehört. Aber ich? Da ist bestimmt jemand bei uns eingebrochen. Unmöglich. Unsere Alarmanlage erkennt jeden Eindringling, sogar Fallschirmspringer. Niemand, den wir nicht reinlassen, kann unser Grundstück... Moment mal.
Du denkst an Mr. Octavio? Genau an den. Sollen wir nicht die Polizei rufen? Nein, nein. Ich werde selbst... Wie aus dem Nichts war hinter Sheila ein Ritter auf einem schwarzen Pferd aufgetaucht und hatte der ahnungslosen Frau eine mittelalterliche Lanze in den Rücken gestoßen. Schreiend umklammerte Sheila mit ihren Händen die Spitze der Waffe, die durch ihr Schlüsselbein wieder nach außen getreten war und gut 30 Zentimeter aus ihrem Brustkorb ragte. Noch ehe Bill reagieren konnte, tauchten plötzlich weitere unwirkliche Gestalten auf. Bauern, Reiter und Ritter. Sie alle stürmten auf den Reporter zu, der vom Grauen gepackt und zu keiner kontrollierten Handlung mehr fähig, panisch um sich schlug. Doch der Übermacht an Männern hatte er nichts entgegenzusetzen. Mehrere Arme ergriffen ihn und hielten ihn fest. Und plötzlich... Bill glaubte, seinen Verstand zu verlieren. Er erkannte die mittelalterlichen Gestalten. Er hatte sie noch vor wenigen Minuten in seinen eigenen Händen gehalten. Bei den Wesen, die ihn mit eisernen Griffen gepackt hielten, handelte es sich um fleischgewordene Schachfiguren. Um die Schachfiguren aus Octavios Spiel. Und dann trat, das Gesicht zu einer dämonischen Fratze verzogen, der König vor Bill. Mit einem abscheulichen Grinsen hob er sein Schwert und blickte Bill mit gelb leuchtenden Augen an. Ich töte dich, Bill Connolly. Jetzt kommt dein Ende. Bill! Hör mich töten! Bill, komm zu dir! Wo bin ich? Du hast schlecht geträumt, Bill. Geträumt?